Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Observation. Ja, ihr Lieben, wir haben in der letzten Folge den Captain gefunden. Wie hieß er nochmal? Josh. Und der gute Mann ist auch, glaube ich, zu T-Net ihre Teeparty genießen gegangen. Auf jeden Fall sind momentan Emma und Mae am Leben. Ich glaube, der Rest wird wahrscheinlich auch schon tot sein. Mae wird demnächst sterben, wahrscheinlich. Und Emma, keine Ahnung, was mit ihr ist. Auf jeden Fall, wir dürfen jetzt in die Sphäre rein und Emma draußen helfen. Ich würde aber sagen, dass wir erstmal die Tür verriegeln müssen. Wir gehen einfach mal kurz in die Sphäre rein. Eieiei. Ich glaube, da geht es gerade nicht raus. Hier geht's raus. Get out here, Sam. I'm outside the Chinese arm. Give me a hand. Au, ah, ah, nachdenken. Ich hoffe, ich mache jetzt gerade hier alles richtig. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt wieder raus. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde nie in den Weltraum fliegen wollen. Okay, Sam. I'm patched into your sphere feed now. She should be able to link to the sphere and hear us. So, jetzt braucht die Mae Hilfe. Können wir ranzoomen? Da sieht irgendwas aus. Okay, ich glaube, das ist nichts. Dann müssen wir mal kurz gucken. Sie war beim Arm unterwegs, oder? Warte, ich muss mal. Remind me, Emma. What can I do for you? Go out to Mae, Sam. Find her. Gut, wir müssen Sam finden. Mae finden. Oh, der Saturn. Oh, falscher. Was ist das? Au. Au. Ah. Wir kamen von irgendwo hier. Da kamen wir her. Jungs und Mädels, merkt euch das. Und ich glaube, unsere Dings schaut. Nee, die ist hier. Ich werde nie wieder wissen, wo wir reinkamen. Bei der 2 auf jeden Fall. Es leuchtet alles so irgendwie tierisch weiß hier. Ich denke jedes Mal, das wäre vielleicht Mae, die hier rumsaust. Die müsste man ja so ein bisschen von Weitem sehen, ne? Wieso leuchtet das hier? Ich habe schon wieder vergessen, was sie vor kurzem zu uns gesagt hat. Auf jeden Fall dürfen wir die Gute jetzt erstmal suchen. Mal zum Saturn fliegen, mal sehen, was passiert.
Ist sie zum Arm geflogen? Hätte ich mal da aufgepasst, was Ma'e gesagt hat. Die wird wahrscheinlich hier irgendwo rumgucken. Ja, na klar wird sie da irgendwo rumgucken. Tja, dass wir auch nicht ranzoomen können. Hallo, ich glaube, ich muss nochmal zu TNet meine Grundausbildung machen. Als KI. Hat sie was mit Arm gesagt? Das ist die 3. Wie sollen... Da ist sie. Oh mein Gott, Sam, that's her. Is she okay? She's moving. Sie steht nur eine Runde. I know there is a way of resetting them out here, but I'm not sure how. I need Stas. May, I'll send Sam to reset the hull contact points. I had the same issue in the EAS arm. If he can fix them, you can head back inside instead of having to move around all the way to the EAS airlock. Okay, Sam, reset the hull contact points between China and Universal, please. Heute kann man der Luke CN01 wieder schließen. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Au! Dieses... Okay. Gut, wir müssen auf jeden Fall die Klammern erstmal finden. Von der Luke... ...01. Das müsste ja hier irgendwo... Oh Gott, ich kotze bald. Wenn es so weitergeht, ja, irgendwann. Dann findet man erstmal die Luke. Ich hoffe, du bleibst da, Kumpeline. Da ist was. Oh, ich bin rückwärts. Hä? Krass, ich bin rückwärts geflogen. Ah, sehr schön. Wenigstens etwas. Daten. Öffnen. Y gedrückt halten. Y loslassen. Und A loslassen. Gut, dann wollen wir mal die 7 machen. So I can update her. She should be able to access Shenzhou again. Ich bin aber ihr. May, Sam sorted it out. You can get back inside and meet me in Universal now. Okay, okay. I much prefer that option. Da passiert was, ich kann mich nicht bewegen. May? The storm. You're breaking up. I'm heading back to CN3. I'll be with you soon. Ich
Remake ist aber. Sam, you're seeing this. Ich sehe so einiges. May, get back inside now. The storm on the planet is. Viel Spaß bei T-Net. T-Net freut sich auf die Teeparty. Hey Sam, I got you in another sphere. I don't know what just happened, but I feel like I've changed. And that's not the only thing to have changed. Take a look. Hast du mehr Nasenhaare bekommen? Someone is coming to get us, Sam. Da kommt uns nicht jemand holen, das ist unsere Station, glaube ich. I'm not sure how much of this I can take. They're just hanging there. Well, UC2 is pressurizing just now. Let's try to contact them in the meantime. Assuming they aren't all dead. Look, I know this makes no sense, and you'll probably just give me some broken response. But I'm glad you're here, Sam. Ich bin Dino. Ich muss Antwort analysieren. I am here, Emma. Yeah. Yeah, you are, aren't you? One more time, Sam. Voice authenticate. Emma Fisher, 140412. Analyse wird gestartet. Wenn möglich, bitte wenden. Keine Sprachmuster über was? Ablehnen? Never mind. Why do I feel like you're going to help me anyway? Na ja, hi. Ich bin die Helia. Ich bin Sam. 6 Stunden nach dem Vorfall? Ich glaube so ein bisschen, dass es unsere Traumstation ist. Okay, let's see. Well, we still have some work to do if we want to speak to anyone. External comms looks good, but the array is facing the wrong way. So, looks like to get a signal out, we are going to need 2 things. First, we need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. And the astrophysics lab may have some answer to that. Secondly, our broadcasts won't go anywhere without the captain's authorization code. I'm guessing we can find that in his personal module. EAS-7. Let me know what the authorization code is so that I can enter it into the system. You will need to set up the comms array yourself, though. If there are any new station alerts, be sure to let me know. I may be able to action some repairs now. Gut, wir gehen erstmal zu der 07-Koordinaten der Rettungsstation darüber finden. Gut, wir werden erstmal zu der 07 rüber zwitschen und da meine Runde nachforschen. Gut, alles klar. Werden wir mal erstmal hier hingehen. Und ihr das Emma, sagen? My cameras in EAS-7 have failed to initialize. Weird. Maybe Jim turned them off. Ich bin T-Net. Should be fixed. Try them now. So, dann wollen wir mal ein bisschen beim Captain
48126. Kann nicht so einfach sein. Was ich da jetzt auch immer aktiviere. Das ist schön, ist auf jeden Fall online. Ich habe noch eine Kamera, zwei Stück, um genau zu sein. Das Dokument werden wir mal analysieren. Produktzusammenfassung der täglichen Observation von Marker. Veröffentlicht am zusammengestellt von der Observation Kontrollgruppe. Markerforschung. Zusammenfassung der Markerbeobachtung. Was für Marker sind wir jetzt bei Dead Space? Das sind Sachen, die ich nicht kapiere. Muss ich mir auch aufschreiben? Great Nation? Great Nation? Wenn ich das richtig sehe. Vier, acht, nein. Vier, acht, zwölf. Falscher Pin. Den werden wir auf jeden Fall garantiert brauchen. Message for home, Sam. Morning, Tiger. I hope everything's okay down there. I just wanted to say good luck with the exam today. We've got something going on up here that, well, I hope I'll explain a lot about how it's been, why I had to leave again. Tell Mum, tell her we'll talk soon. I love you guys. That's it, Sam. Sie waren etwas auf der Spur. Dokument haben wir schon. Welche Formeln? Wir werden mal die 65 uns aufschreiben. Und dann die anderen Zahlen. Es könnte sein, dass es vielleicht die sind. Vier, neun. Werden wir mal kurz durchgehen. Kann aber auch sein, dass die 65 was damit zu tun hat. Wir gucken einfach mal. Mehr als falsch sein können sie ja nicht. 9 und die 2 falsch. Dann wollen wir mal die 8. 2, 0, 9. War mir schon klar, dass es die nicht sein können. 9 und die 4. Falscher Code. Gut. Dann lass uns mal in die Kamera gucken. Das ist wieder online. Vier, acht, zwölf und die 16. Die hatten wir, glaube ich, schon eingetragen. Eins,
Ein Foto von Jim Elias beim Abschluss seiner Ausbildung 2008. 2008 könnte auch sein. Kann ich den... Nee. Dings kann ich nicht anmachen. Ich schaue mich aber trotzdem nochmal um. Was mit einem Update? Hier haben wir auch ein paar Zahlen. Einfach alles aufschreiben, was es gibt. Gut, dann wollen wir nochmal zu B und probieren hier 2008. The code is Precursor 1. It appears to be a mission code. Precursor 1? But that's not a mission code, Sam. What the hell is Precursor 1? Was hatte... Well, Josh, it seems to work. That's the auth code in. Gut, der scheint zu funktionieren. Dann haben wir den auf jeden Fall. Koordinaten der Rettungsstation in Labor... Zu der russischen müssen wir jetzt. Zu der 4. Hab ich mich gerade erschrocken. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin Tina. Oh fuck. Nein, 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 nein. Nein, löschen. Runter, dann den Golfballschläger und dann das. Akzeptieren. Stern. Das. Akzeptieren. Es will mit uns kommunizieren. Ich habe das letzte Symbol vergessen. Golfschläger, das. Das war falsch, glaube ich. Oh, das war richtig. Sammy, hör auf mit Tene zu kommunizieren. Und coole Kiste. Wir schauen nochmal uns das Wärmemuster an. Da ist alles in Ordnung. Ah, okay. Da müssen wir erstmal noch nicht hin. Wartet. Gut. Ich glaube, der Terminal
glaube, die Terminals sind alle ein bisschen... Effekt? Lass uns mal gucken. Navigationssystem, Lenk- und Navigationskommandantenmodul, Besatzung, Kühlmittel. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Warte mal. Gut, ich glaube hier das. Das ist auf jeden Fall das Terminal. Wir müssen die Server offline stellen, online stellen. Da ist die Emma. Kilometer Tracking, Navigation, Kommunikation bräuchten wir, glaube ich. I'm sorry. I didn't understand the previous instruction. First, we need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. We've got the code. Now we just need a target destination. Astrophysics should help. Gut, da bin ich auch. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich mit dem Teil hier machen soll. Und das Terminal sieht offline aus. Was er uns auch immer sagt. Gut. Lasst mich mal gucken, ob ich das irgendwie bei Sam noch... Achso, das sind die ganzen Sprachnachrichten und Dokumente. Gut, hier können wir jetzt schon mal nichts machen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier uns nochmal umzuschauen. Hier irgendwas noch haben. Laptop. Ah, Mieze, Maus, Moos. Katzen. Was? Wir müssen auf jeden Fall die Koordinaten dieses Raumschiffs herausfinden. Aber haben nur dieses eine Terminal. Im Astrophysiklabor finden. Und wir sind im Astrophysiklabor. Müssen wir nur schauen, wie wir... Ah! Jetzt ist er online. Sehr schön. Dann wollen wir mal...
Haben wir doch jetzt alles, ne? Koordinaten im Kommunikationssystem verfügbar. Gut, das haben wir schon zumindest. Muss man ja auch erstmal drauf kommen. Wollen wir mal hier hin? Muss ich kurz gucken, wo ich das finde bei Sam. Koordinaten im Samus-Com-System einstellen. Kommunikationssystem also. Wo das auch immer ist. Wir werden einfach mal schauen. Lenkkommandantenmodul. Nein, mein Film. Mittel mein Frame. Vielleicht in der chinesischen Station, ich sehe da gerade nichts. Nochmal hier kurz. Please repeat your previous instruction. First, ja. We need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. We've got the code. Now we just need a target destination. Astrophysics should help. Kommunikationsteil. Alles klar, dann wollen wir mal zur Kommunikation. Ich weiß nicht, ob wir hier fertig sind. Vielleicht übersehe ich hier wieder irgendwas Großes. Das eigentlich? Gut, das ist auf jeden Fall nicht unser Teil. Hier ist die Emma. Hatte doch hier irgendwas mit Navigation und sowas auf. Derzeit nicht verfügbar. Willst du mich verarschen? Ein bisschen schon, glaube ich. Gut, die schält hier immer noch eine Runde. Ich glaube, das muss dann doch bei diesen. Monitor. Das ist sehr schön. Okay, sorry, Leute. Hier
Oh nein. Sag mir bloß, ich hätte mir die Namen, die Dings merken sollen. Ich glaube, ich muss noch mal kurz hier raus. Sechzehn, 14, 22, dann haben wir hier die 48, sorry, und die 11, das ist dieses RE und das ist EE. Mal sehen, ob das funktioniert. Ups, das war meine Tür. Die 16. Die 14. Die 22. Das ist schon mal eingestellt. Die... Oh Gott, nein. 48. Dann haben wir die 11 und die 11 nochmal gehabt. War das richtig? Ja, 11, 11. Muss ich das? Sam? Ich jetzt doch. Wartet, vielleicht. Sam, that's a good sound. You've got us back in business. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Here goes nothing. This is Emma Fisher on board Observation. Please respond. This is Observation. I have visual. Please respond. If you can hear me, please let me know in some way. It's just me left and Sam. Hi. I'm not sure how we ended up here. There was a massive power outage, some noise, and then we ended up here. I'm assuming you know all this if you're here to pick us up. Repeat, this is Emma Fisher on board Observation. Please respond. Sam, that alarm. Is that an incoming comms message? Oh, was ich das wissen? It must be the rescue station. It can't be ground control. It's too quick. Dann wollen wir einfach mal gucken. Gut, ob wir irgendwas Feines empfangen haben? Unbekannte Quelle? Okay, sie schickt mir Nachricht. Sie lädt zu Kaffee. It's encrypted. Thanks, Owen. See what you can do, Sam. Und sie wird langsam wütend. Man merkt schon.
Gut, ich glaube, wir sollen jetzt zum Speicherkern nochmal. Und? Fragment und? Eins ist noch übrig. Saw May when the rescue station arrived. Oh, God, thank God. Sam, I'm heading to the airlock. Get in your sphere. You're coming too. Das ist unsere alte Raumstation. Wahrscheinlich sind wir in einer Zeitschleife gefangen. I saw a movie once where they had to jump from one spaceship to another. They used the explosive decompression of a module to throw themselves across. Why bother? You can just aim and gently push off. And I can honestly say, now that I'm in that situation, there's no way in hell I would trust my trajectory to an explosion. So that's where you come in. Darf ich was dazu sagen? So als künstliche Intelligenz, das sind wir, die da drüben sind. Und wahrscheinlich wird unsere Raumstation irgendwann abkarren und dann wird drüben in der anderen Station die Emma aufwachen und sich denken, wie kommen wir denn hin? Weil wir immer in einer Zeitschleife sind und einfach nicht wissen, wie wir daher... Da ist Emma, da werden wir, glaube ich, aber in der nächsten Folge entgehen. Ich sage zumindest, wir sind eindeutig in einer Zeitschleife gefangen und würde sagen, wir machen den Weltraumspaziergang in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.